So. Dann nimmst du bitte Ärmchen da. Du nimmst bitte Ärmchen. Das ging aber schnell. Wir können jetzt Half-Inserter bauen. Stahl erforschen, bitte. So, das wird schon mal reingepackt. Das wird dann rausgelegt. Jetzt brauchen wir nur noch die Ärmchen und Landfill. Boah, mehr Stein. Stein, 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 Stein. So, mehr Landfill. Wir müssen das Fließband ja sogar da drüber legen. Ja. Was zur Hölle? Mach Schrotflintending. Du bist viel zu schnell, Forschungsding. Und aus. Yeah. Ja. Sehr komisch. Und gib mir das bitte direkt aus der Kiste. Und mit sehr komisch meine ich die Platzierung von dem Landfill teilweise. Da habe ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt. Genau, ich muss ein Feld drüber klicken, um dann das Feld zu erwischen, das ich eigentlich machen will. So. Gut. Hier kommen grüne Chips hin, hier kommen die Ärmchen hin. Genau im Weg, Oberbaum. Und da muss auch noch Landfill hin. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass die hier außen sind, aber es lässt sich gerade nicht. Lässt sich sehr einfach ändern. Gehen wir einfach hier unterirdisch. Geh da raus. Geh darum, darum, darum und sammle alle ein. Problem gelöst. Jetzt müssten eigentlich alle innen sein von den Fließbändern. Ah, okay, super. Da. Sollte wahrscheinlich erst die grünen Chips machen und dann die Ärmchen, ne? Aber was soll's? Du da, du da. So, dann kommen hier die Ärmchen raus. Ich werde wieder, das machen wir hier, mit den zwei Fabriken unten. Auch wenn wahrscheinlich nicht beide Fabriken durchgehend super ausgelastet werden. Aber dann belassen wir die einfach als ganz normale MK2 ist das? Ne, es ist eine normale Assembly Maschine 2. MK2 ist ja nochmal was anderes. Das sind die Ditec-Varianten. Also wir lassen es einfach als blaue Fabrik und stufen dann später die anderen Sachen auf. Aber die zwei sollten auf jeden Fall reichen, um genug Ärmchen herzustellen für grüne Tränke. Ne? Also das Ganze hier könnte man ja eigentlich reduzieren auf einen Komplex, der so viel Platz wegnimmt wie, keine Ahnung, das da. Aber so finde ich es wesentlich übersichtlicher. Also du stellst bitte her. Oh, ich habe die Eisenzahnräder vergessen. Die Eisenzahnräder werden dann mit hier hergestellt. Das ist okay. Das heißt, du machst normale Ärmchen, du machst normale Ärmchen. Oh, noch etwas vergessen. Die gelben Ärmchen werden ja auch später weiter benutzt für die blauen und grünen Ärmchen. Also ist es schon ganz gut, dass wir hier mehrere von denen benutzen. Und du stellst bitte Eisenzahnräder her. Das heißt, wir müssen Metall nach hier hinten bringen. Und zwar an den Chips vorbei. Aber dafür haben wir hier in der Mitte hier schön viel Platz gelassen. So, das heißt, hier veranschlage ich schon mal den Platz für die grünen Chips. Die ja ebenfalls Eisen brauchen. Also ich denke, ich mache einfach hier eine Abzweigung von Eisen auf der Höhe. Die fließt dann hier einmal lang. Da kommt hier noch eine Abzweigung nach oben für die Chips. Und hier noch eine Abzweigung nach oben für die Eisenplatten. Genau. Super. Splitter brauchen wir mehr. Mehr, mehr. Und mehr, 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 mehr. Und alles mehr. Und klauen wir das direkt vom Fließband. Sehr schön. Ja, das ist eine sehr schöne Phase gerade, wo nach und nach wirklich die Sachen automatisiert werden. Sie werden zwar noch nicht super einsortiert in richtige Kisten oder haben gar Roboter, die einem das ins Gesicht fliegen. Aber es wird halt sehr viel Arbeit abgenommen durch die ganzen Komplexe, die nach und nach aufgebaut werden. Was wollte ich jetzt? Splitter, genau. Da, erster Splitter hier. Du gehst nach oben. Zu den eigentlich wichtigen Maschinen später.
Du gehst hier rum und versorgst die Science Packs, Leute. Und zwar. Hier. Und hier ins. Hier. Ja, hier. Das heißt, der Splitter muss einen vorher. Nein. So. Genau. Das heißt, wenn irgendwann mal Eisen ankommt und nicht von den Kisten hier unten weggefangen wird, später, was wir jetzt mal unterlassen sollten. Ah, schöner Puffer, sehr gut. Also Eisen kommt hoch, Eisen wird hierhin abgeliefert für was eigentlich? Eisen wird hier gar nicht abgeliefert, das wird Kupfer wird da abgeliefert, okay. Eisen, die erste Abzweigung für Eisen ist wirklich die hier. Das heißt, vorher wird gar kein Eisen verbraucht, das ist super. Kommt also hier an, die Hälfte kommt dahin, die Hälfte kommt dahin, du brauchst also Ärmchen. Und du brauchst das erste halbe Ärmchen. Da. Und was braucht ihr jetzt noch? Grünen Chips. Das ist jetzt nicht so schön. Nee, stopp. Das müssen wir anders regeln. Wir müssen... Ich glaube, ich mache hier eine Abzweigung für das Eisen. Hier hoch und befüll denn das Ding direkt. So. Falsch rum. So, damit wirklich nur die Eisenzahnräder und das Kupfer und die grünen Chips auf dem Fließband liegen. Okay, so grüne Chips, apropos, da war was. Wir brauchen Kupfer noch. Das heißt, wir machen hier eine Abzweigung. Dann brauchen wir normales Ärmchen. Da. Es wird nicht hinhauen. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, wie viel Kupfer wir brauchen und wie viel Draht wir brauchen, wie viele Drahtfabriken wir brauchen, um ordentlich viele grüne Chips herzustellen. Auch wenn die grünen Chips hier nicht für rote Chips und blaue Chips und was weiß ich alles notwendig sind, sondern nur für die Ärmchen, aber trotzdem. Wir brauchen mehr Fabriken. Wir brauchen eine Fabrik für die grünen Chips selber, die dann hier exportiert werden und da auf das Fließband gelegt. Das heißt, hier haben wir wieder so einen Export-Slot von da nach da. Und das machen wir auch mal unterirdisch hier. So, der kann das direkt von da darauf geliefert werden. Mit einem... Mach schon mal ein schnelles Ärmchen für später. So, und du nimmst nur Ressourcen von da. So, um diese Fabrik so laufen zu lassen, dass sie grünen Chips produziert, brauchen wir mindestens, würde ich sagen, zwei Kupferdrahtfabriken. Die jeweils... Mist. Die jeweils einen Privatzugang an Kupferplatten brauchen. Nee. Doch. Ja. Unterirdische Fließbänder bitte. 5 Stück. Das kriegen wir hin. Das ist alles kein Problem. Alles nur eine Herausforderung. So, du mach bitte da unterirdisch. Du mach bitte da unterirdisch. Das könnte schon reichen, oder? Na, Forschung schon wieder fertig. Dass die einen auch nicht in Ruhe lassen können. Erforsch bitte irgendwas, was nur rot kostet. Nein, keine Kugeln. Außer es gibt nachher ein super duper Sturmgewehr. Aber ich ziele momentan weiterhin auf Shotgun. Ja, hier 50, das ist gut. Also du warst für Kupfer geplant. Dich brauchen wir dann nicht. Dich setzen wir einfach ein höher. Hier hin.
Achso, Stab. So. Und da kommen dann eigentlich mehrere schnelle Ärmchen hin. Strom. Mehrere schnelle Ärmchen hin, die Kupferplatten reintun und dann mit halben Ärmchen, die wir auch noch bauen müssen, die hier reinpacken. Achso, und da unten habe ich was kaputt gemacht. So. Also halbe Ärmchen, wahrscheinlich viele halbe Ärmchen, legen das denn dahin? Nochmal halbe Ärmchen bitte. Du rein, du rein. Noch mehr schnelle Ärmchen. Genau. So, und halbe Ärmchen unten. Da und da. Und jetzt brauchen wir nur noch den Splitter. Du. Nimm, nimm. Falsch rum. So, das heißt, hier kommt der Splitter hin. Fließbänder. So, Zeug aufsammeln. So. Fließband da, da. Und alles müsste jetzt gut sein. Das da kommt weg. So, das heißt, das Kupferzeug staut sich jetzt nur hier. Und ihr müsst nur eingestellt werden, dass ihr bitte Draht herstellt, Draht herstellt. Und so beginnt es. Die übermäßige Drahtproduktion für grünen Chips. Und dann werden die ersten grünen Chips hergestellt. Die ersten grünen Chips werden weitergereicht. Und ich brauche hier Licht. 3. 1, 2, 3. Schon funktioniert das Lichtmuster nicht mehr. 1, 2, 3. Es reicht. Also, grüne Chips kommen von da nach da. Ihr braucht jetzt noch Ärmchen und ihr braucht den Exporter nach unten. Ich würde ganz gerne demnächst das hier abschließen, damit wir auch die grünen Sachen weiter erforschen können. Also, da. Ich orientiere mich mal an hier unten, das auf der gleichen Höhe ist. So. Zahnräder weg. Dann mittig das und das. Und dann das, was nicht aufgeht. Genau. So. Das geht dann weg. Gut, dann brauchen sie noch normale Ärmchen, das Ganze reinholen. Da. Die Ärmchen produzieren, richtig. Da war noch was. So, du nimmst dir bitte von da. Nimmst dir bitte von da. Und jetzt kommen die grünen Ärmchen und werden von außen raufgelegt und wir wären fertig. Jetzt müsste eigentlich alles ohne mein weiteres Zutun funktionieren, richtig? Warum werdet ihr nicht hergestellt? Ihr braucht auch Eisenplatten. Nein! Nein, 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 nein. Warum braucht ihr 3 Ressourcen? Das ist nicht gut. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Wie mache ich das? Den brauchen wir doch. Ja gut, alles weg. Nom, 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 nom. So. Du kannst ruhig weiter darauf laufen. Dann machen wir aber hier noch einen äußeren Ring. Einmal rum. Nur für die Eisenplatten. Ja, da nicht. So, so. Dann hier rum, hier rum, hier rum. Und da kriegt ihr wieder einen Tunnel. So, das heißt, wenn wir euch jetzt einfach da ranbappen, müsste das alles okay sein, ne? So. Also wir sind nur das äußere Fließband genutzt. Aber das ist hier auch okay. Das heißt, die brauchen jetzt einfach nur... Genau. Da. Und da. Und das müsste soweit okay sein. Und die ersten Ärmchen kommen. Sehr schön. Und die ersten Grüntränke werden produziert. Goodie, goodie, goodie. Komm, gib mir einen grünen Trank. Das dauert ewig. Ja, grüner Trank wird produziert, kommt auf das Fließband, kommt auf die rechte Seite von dem Fließband, wird ganz runter transportiert.
landet hier, wird verforscht. Sehr, sehr gut. Warum kommen keine roten Tränke mehr? Weil kein Kupfer kommt. Dreh. Ja, wir haben schön Kupfer. Dreh einfach nochmal. So. Also, wir haben jetzt regelmäßige Abnehmer für alle drei Ressourcen. Das heißt, wir sollten daran arbeiten, dass wir jetzt demnächst in Richtung bessere Schmelzer gehen. In Richtung Produktivitätsmodule. Elektrische Schmelzer. Vor allem, damit wir auch die ganze Anlage hier ein bisschen umbauen können. Weil momentan ist sie nur auf eine ganz andere Größe ausgelegt. Auf diese 2x2 Felder und nicht auf die 3x3 von denen hier, von den elektrischen Schmelzern. So, Kohle. Alles voll. Alles voll. Gut. Eisen staut sich. Trotz unserem Abnehmer hier oben?